Auf die Plätze, fertig. Im Steigerwaldstadion. Herzlich willkommen zum Sporttalk im Steigerwaldstadion, einer Gemeinschaftsveranstaltung von Thüringer Allgemeine, Salve TV und Thüring 24. Wir begrüßen dieses Mal auch herzlich die Zuschauer im Livestream, denn der FC Rot-Weiß ist ein Thema, das bewegt, das polarisiert. Das weiß inzwischen auch längst Insolvenzverwalter Volker Reinhardt. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Und wir freuen uns, den Sportdirektor des FC Rot-Weiß begrüßen zu dürfen. Hallo, Oliver Bornemann. Ja, schönen guten Tag. Herr Reinhardt, gestern Abend eine Flasche Sekt geöffnet oder zumindest einen guten Rotwein mal getrunken? Wir haben uns natürlich gefreut, dass es bei Rot-Weiß Erfurt weitergeht. Aber zum Sektkorken knallen zu lassen, ist es noch zu früh. Das holen wir dann am 30.06.2019 nach. Herr Bornemann, wie haben Sie die positive Nachricht aufgenommen und wie hat es die Mannschaft erfahren? Ja, ich glaube, uns ist allen eine Last natürlich abgefallen, weil sich die Spannung dann auch zugespitzt hat durch die Verschiebung der Entscheidung natürlich auch. Und wir haben da quasi einen Anruf erhalten und haben das natürlich auch sofort an die Mannschaft nach dem Training weitergegeben. Und heute Morgen war Herr Reinhardt bei der Mannschaft, die Erleichterung genau. War groß, kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke schon. Wir sind alles Berufssportler in diesem Segment. Es sind auch unsere Arbeitsplätze. Wir leben von dem, was wir hier tun. Und demzufolge war das ein wichtiges Signal auch für uns. Erstmal mit der Sicherheit bis zum Jahresende. Rainer, wie dramatisch war die Situation wirklich? Also hätte es gestern auch passieren können, dass das Buch vom FC Rot-Weiß zugeklappt wird? Das ist tatsächlich so. Wir hätten den Spielbetrieb einstellen müssen, wenn sich hier keine Investorengruppe gefunden hätte, die die weitere Finanzierung begleitet. Also es hätte gar nicht dieses Spiel morgen gegen Babelsberg gegeben? Das stand noch offen, aber die Entscheidung wäre dann unmittelbar bevorgestanden in den nächsten Tagen. Herr Reinhardt, lassen Sie uns mal teilhaben an auch Ihrem Gefühlsleben in den letzten Tagen. Wie liefen die ab, die Tage? Wie intensiv waren die? Wie lang waren die? Wie schwierig waren die? Und wann kam genau die erlösende Zusage? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen wollen, wie meine Gefühlslage tatsächlich war. Es war sehr anstrengend. Es war sehr hart, die Verhandlungen. Und wir hätten uns das alle gewünscht, dass wir in dem ersten Termin bereits eine Entscheidung finden können. Das war leider nicht möglich. Deswegen die Verschiebung auf den Dienstag. Ich kann sagen, es ist spät geworden, bis die Entscheidung gefunden war und wir entsprechende Zusagen hatten. Das war dann am späten Mittwochabend? Mittwochnachmittag? Das war am späten Dienstagabend. Wir saßen in einer größeren Runde zusammen, haben uns besprochen, haben die Situation erörtert. Wir haben Zahlen, Daten, Fakten vorgestellt und letztendlich ist es dann gelungen, die Investoren an Bord zu holen, wobei der eine oder andere sich noch Bedenkzeit erbeten hatte und tatsächlich die Entscheidung erst im Laufe des Mittwochs dann gefallen ist. Wer sind denn nun die Menschen, die den FC Rot-Weiß gerettet haben und damit auch viele Fans natürlich denen aus dem Herzen gesprochen hat? Ich verstehe, dass es von großem Interesse ist, aber es ist ausdrücklich Stillschweigen vereinbart worden in dieser Investorenrunde. Gut, ein Mitglied dieser Runde hat sich ja bereits selbst geäußert, sodass der Name bekannt ist. Aber bei den übrigen ist es so, dass ich hier Stillschweigen bewahren muss. Der sich selbst geäußert hat, ist Ehrenpräsident Klaus Neumann. Das können Sie auf jeden Fall bestätigen. Das hat er selbst bestätigt, deswegen brauche ich das nicht zu bestätigen. Es sind noch zwei andere Namen gefallen. Der noch aktuelle Präsident Frank Nowak und der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Peter Kästner. Verstehen Sie bitte, auch wenn es nur eine mündliche Zusage von mir war, aber ich halte mich an meine Zusage, die Verschwiegenheit zu wahren. Herr Reinhardt, sind diese Finanzspritzen an bestimmte Bedingungen geknüpft, die der Verein erfüllen muss? Wir haben uns gemeinsam das Budget angeschaut, das wir jetzt verändert aufgestellt haben für die restliche Saison und haben natürlich auch Maßnahmen besprochen. Aber Bedingungen an sich sind jedenfalls von den Investoren, die zugesagt haben, bislang nicht geknüpft worden. Was hat sich am Budget geändert und welche Maßnahmen werden jetzt greifen?
Nun, wir haben natürlich die veränderte Situation nicht nur jetzt aktuell eingeplant, sondern haben fortlaufend die Planung aktualisiert und wollen natürlich nicht nur die Einnahmenseite stärken, sondern auch jetzt die Kostenseite stärker kontrollieren und überprüfen, sodass wir auch Maßnahmen voraussichtlich vornehmen müssen, die eben die Kostenseite betreffen. Herr Bornemann, kann sich die Mannschaft jetzt befreit auf das Spiel gegen Babelsberg vorbereiten? Ich hoffe das sehr. Also am Ende ist es unser Beruf, Freitag auch gegen Babelsberg zu spielen. Ich glaube, die Mannschaft ist im absoluten Soll bisher in der Saison. Sicherlich hätten wir uns da auch bei dem einen oder anderen Spiel ein bisschen mehr Glück gewünscht. Vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung anders gewünscht, sodass wir vielleicht auch noch etwas erfolgreicher von den Punkten in der Tabelle gestanden hätten. Aber die Mannschaft hat an jedem Spieltag ihr Bestes gegeben, bis zum Abpfiff gekämpft und wird das auch gegen Babelsberg fortsetzen wollen. Wird das 11. Spiel in Folge ohne Niederlage vonstatten gehen? Was ist noch möglich bei so einer Serie? Na, ich hoffe das sehr. Also es ist unser Anspruch, auch im Steigerwaldstadion Spiele für uns zu entscheiden. Bei allem Respekt vor dem Gegner mit Babelsberg, die sicherlich auch eine sehr gute Mannschaft haben, die auch nach Erfurt kommen werden und sich einen Punkt oder auch drei Punkte versprechen. Das ist eine Mannschaft, die auch immer jeden Sieg mitspielen möchte. Aber am Ende spielen wir in unserem Heimatstadion. Wir spielen vor hoffentlich 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Fans, die uns immer tragen, die uns bedingungslos unterstützen. Und da muss man die Mannschaft eigentlich relativ wenig motivieren, ihre beste Leistungsfähigkeit abzurufen. Herr Reinhard, diese Rettung, ist die jetzt erstmal bis Jahresende darauf begrenzt oder blicken Sie schon weit voraus bis Saisonende, dass man sagen kann, der FC Rot-Weiß ist sicher? Wir blicken natürlich weit voraus, und zwar auch über den 30.06. nächsten Jahres hinweg. Unser Ziel ist, das Rot-Weiß Erfurt nicht nur für diese Saison durchzufinanzieren, sondern auch für die kommende Saison wirtschaftlich auf gesunde Füße zu stellen. Aber jetzt aktuell ist jetzt Rot-Weiß gesichert bis Dezember, bis 31. Dezember, oder ist Rot-Weiß schon gesichert bis Juni 2019? Wir haben jetzt durch die Unterstützung der Investoren die Möglichkeit erhalten, den Ausgliederungsprozess durchzuführen. Und mit diesem Ausgliederungsprozess, das habe ich immer deutlich gemacht, wird es dann gelingen, die Finanzierung bis zum Ende der Saison darzustellen. Okay. Auf den Ausgliederungsprozess kommen wir vielleicht nachher nochmal oder mit Sicherheit nachher nochmal. Es könnte aber nicht so sein, dass im Januar, Februar oder März wieder den Hilfeschrei gibt. Rot-Weiß steht kurz vorm Aus. Lassen Sie uns doch ein bisschen optimistisch nach vorne schauen. Es ist ja nicht so, dass wir den Ausgliederungsprozess noch nicht angestoßen haben. Die Gespräche laufen parallel. Die Gespräche gehen heute weiter und in den kommenden Wochen. Und ich bin da ganz optimistisch, dass es gelingen wird, die Durchfinanzierung dann darzustellen. Ja, weil es ja wahrscheinlich auch für die Mannschaft wichtig ist. Also die will sich ja jetzt auch nicht von Monat zu Monat hangeln. Die will ja irgendwo mal wissen, also bis Juni geht es weiter. Da habe ich ganz großes Verständnis dafür. Übrigens kämpfen wir auch ganz speziell für diese Mannschaft. Das sind Spieler, die nach Erfurt gekommen sind, weil sie an den Verein geglaubt haben, an die Perspektive geglaubt haben. Und die möchte ich auf keinen Fall enttäuschen. Auch für die Mannschaft kämpfen wir. In den vergangenen Jahren haben auch die Fans viele Enttäuschungen verkraften müssen. Im Moment haben die auch mit dem Verein gezittert, zittern immer mit dem Verein. Viele fragen sich natürlich, wie konnte es zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison zu dieser Finanzlücke kommen, zu diesen Problemen? Können Sie da mal Aufklärung betreiben? Die Situation hat sich ja schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Es ist ja nicht so, dass man von so einem Ereignis plötzlich überrascht wird. Wir haben im Hintergrund immer wieder versucht, auch die Einnahmenseite zu stärken. Wir haben ein neues Marketing aufgestellt, mussten aber letztendlich feststellen, dass im Umfeld von Rot-Weiß Erfurt einige Sponsoren, das betrifft nicht alle, wir haben auch zahlreiche Unterstützungen von Sponsoren erhalten, aber einige wichtige Sponsoren haben sich erstmal zurückgehalten, nach dem Motto, wir schauen erstmal, was passiert. Und das erschwert uns natürlich die Arbeit.
Also fehlendes Vertrauen ist da spürbar gewesen? Das ist sicherlich mit eine Ursache. Fehlendes Vertrauen, fehlendes positives Image. Der Verein hat leider in der Vergangenheit es nicht geschafft, sich hier ein positives Image aufzubauen und sich stärker in der Stadt zu verankern. Und das hören wir immer wieder in Sponsorengesprächen. Und es ist eine rückwärtsgewandte Diskussion und versperrt leider den Blick nach vorne. Denn wir wollen den Verein ja nicht nur wirtschaftlich neu aufstellen, sondern der Verein soll insgesamt ein neues Gesicht bekommen. Und er hat ja teilweise auch schon ein neues Gesicht bekommen. Denken Sie nur an die Mannschaft. Denken Sie an die Verbundenheit der Mannschaft mit den Fans. Ohne diesen sportlichen Erfolg über die Mannschaft hätten wir es nicht an diese Stelle geschafft. Der Etat für den Gesamtverein soll 3,5 Millionen Euro betragen. Ich weiß nicht, ob Sie mir das bestätigen können, aber ist das nicht zu hoch angesetzt gewesen, von vornherein zu optimistisch gedacht? Sehen Sie mir es nach, dass ich mich an Spekulationen nicht beteilige, und Zahlen habe ich immer unter Verschluss gehalten. Das tue ich auch zukünftig. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir einen Spieleretat verabschiedet haben, der am unteren Mittelfeld der Regionalliga Nordost sich befindet. Wir haben da Vergleichswerte. Jedenfalls, wenn man realistische Vergleiche annimmt zwischen den Vereinen, dann haben wir hier nicht zu hoch geplant. Und es ist im Gegenteil erstaunlich, dass wir bei dem Budget, das wir für den Spielerkader aufgestellt haben, mit dieser Mannschaft so einen großen Erfolg haben. Dennoch, beim Blick zurück, und hinterher ist man ja immer schlauer, müssen Sie da für sich auch manches eingestehen und sagen, das hatte ich mir anders vorgestellt, da habe ich einen Fehler gemacht? Ob man das als Fehler bezeichnen kann, das weiß ich nicht. Aber ich habe mir natürlich am Anfang einiges anders, sicher auch leichter vorgestellt. Ich habe schon viele Insolvenzen begleitet, große Produktionsunternehmen saniert, die heute noch fortbestehen. Der große Unterschied zu einem Fußballverein liegt in den Emotionen. Und diese Emotionen, die sich ja nicht nur auf das Spielfeld und das Spiel an sich begrenzen, sondern das ganze Umfeld einbeziehen, die Vereinsgremien einbeziehen, diese Emotionen habe ich unterschätzt. Ja, das ist so. Herr Bonnemann, waren Ihre Wünsche vielleicht auch zu kostspielig gewesen? Wie muss man sich das ohnehin vorstellen, dass Sie mit einer Liste bei Herrn Reinhardt erschienen sind und Herr Reinhardt dann Name für Name durchgegangen ist mit dem entsprechenden Gehalt, was dahinter steht, dann einen Haken dran gemacht hat oder einen Strich gemacht hat? Oder wie war das? Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, überhaupt Wünsche geäußert zu haben. Ich habe mich an einem Bewerbungsverfahren beteiligt. In diesem Bewerbungsverfahren hat man sicherlich auch mal über Zahlen gesprochen. In welcher wirtschaftlichen Umfang vielleicht der FC Rot-Weiß Erfurt bei Insolvenzeröffnung, das war ja auch noch nicht klar, zum 1.6. dann auch die Fortführung, und da hat man sich sicherlich ausgetauscht, und Wünsche gibt es im Fußball nicht und schon gleich gar nicht bei einem Verein, der sich in dieser schwierigen Lage befindet. Ja, weil ja davon die Rede war, dass der Kader eventuell zu teuer war, also das würden Sie verneinen. Na gut, letztendlich da ist es ja so, dass man da eine Planung hat, mit der man herangegangen ist. Da hat Herr Reinhardt sich ja auch rückversichern lassen, die entsprechend mit externer Hilfe abgestimmt, und wo man dann am Ende zu dem Entschluss gekommen ist, diesen Kader so in der Form dann auch zu verpflichten. Und ich denke, aus der Perspektive war das auch eine richtige Entscheidung. Hier geht es ja hauptsächlich darum, dass man vielleicht dann Menschen aus dem Umfeld nicht so stark begeistern konnte, wieder in der gleichen Summe investiv zu werden, Menschen zu begeistern, neu Sponsor zu werden. Und ich glaube, das ist dann einer der Faktoren, warum wir in diese Situation auch gekommen sind. Herr Reinhardt, zu einer Insolvenz gehört Sparen dazu, erst recht, wenn man jetzt nochmal diese Situation erlebt hat. Stimmt es, dass Spieler eventuell in der Winterpause auch abgegeben werden sollen, um doch die Finanzen ein bisschen kleiner zu gestalten?
Wir haben einen Maßnahmenkatalog, das ist ganz klar. Und aktuell können wir auch nicht in die Köpfe der Spieler schauen. Wir haben aber uns mit der Mannschaft verständigt und haben gesagt, Fairness ist das oberste Gebot. Das heißt, wenn jemand unbedingt gehen will, dann werde ich ihm keine Steine in den Weg legen. Aber ich werde es auch nicht befördern. Denn es wäre nicht nur schade, sondern sicherlich auch fatal, wenn jetzt ein Kahlschlag beginnen würde. Jetzt in der Situation, wo wir die Zwischenfinanzierung erreicht haben, denn wir haben ja Ziele vor Augen und wir können auch Investoren nur begeistern, wenn wir eine tolle Mannschaft weiterhin haben und erfolgreich mit dieser Mannschaft sind. Es wird nicht so sein, dass der Kader verkleinert werden muss. Wir haben bestimmte Maßnahmen geplant und sehen Sie mir es bitte nach, dass ich diese Maßnahmen erst überprüfen muss und dann entscheiden wir. Es wird sicherlich eine Verkleinerung des Kaders geben, aber da gibt es noch keine Namen. Von daher dürfen Sie mich da nicht festlegen. Der Kader betrifft ja auch Sie, Herr Bornemann. Wie ist Ihre Meinung dazu? Na, ich glaube, wir haben ja im Jahr zwei Wechselperioden. Einmal die große im Sommer, wo man wesentliche Entscheidungen treffen kann. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch eine Winterwechselperiode, wo man nochmal ein bisschen Feintuning machen kann, ein bisschen Nachjustierung betreiben kann. Und das kennen Sie aus jeder Mannschaft. Das betrifft, glaube ich, alle 18 Mannschaften auch in der Regionalliga Nordost, dass man zufriedene Spieler hat, die regelmäßig spielen, die ein fester Bestandteil dieser Mannschaft aktuell sind. Hinzu kommen ein paar Ergänzungsspieler, die dann eine bestimmte Spielzeit haben. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Spieler, die von sich aus unzufrieden sind mit der Ist-Situation, weil sie sich mehr Spielzeit erhofft haben, wo sie zu uns gestoßen sind. Und von daher, glaube ich, wird es sowieso eine natürliche Fluktuation auch in der Wintertransferperiode geben. Haben Sie das Gefühl, dass dem einen oder anderen Spieler die Situation im Verein zu unsicher ist, dass der sich von sich aus hier umschaut? Nein, also ich glaube, keiner dieser Spieler, soweit ich weiß, war bisher in dieser Situation, die wir in den letzten 3 Wochen hatten. Mhm. Und ich glaube, wie die Mannschaft damit umgegangen ist, ist absolut vorbildlich und man kann nur den Hut vor ihr ziehen und Danke sagen. Ich glaube, wir haben einen tollen Insolvenzverwalter, der uns immer auf dem Laufenden hält, der uns regelmäßig informiert, entweder direkt oder indirekt über Funktionäre und wo wir in einem ständigen Austausch sind. Und natürlich kann auch ich nur vor die Gesichter schauen und nicht dahinter, aber ich glaube, viele Spieler kenne ich sehr lange, habe einen sehr, sehr intensiven Kontakt mit ihnen. Und es ist sicherlich keine einfache Situation. Ich glaube, das würde jeden betreffen, der Arbeitnehmer ist, wenn sein Job gefährdet ist. Und von daher denke ich, werden jetzt alle erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich glaube, es war eine sehr gute Botschaft auch an die Mannschaft, dass wir erstmal abgesichert sind bis zum Jahresende. Und alles darüber hinaus, so wie Herr Reinhardt das auch gesagt hat, werden wir besprechen, auch im Dialog mit der Mannschaft besprechen. Wir werden sie da auf dem Weg mitnehmen, soweit das halt möglich ist. Und dann werden wir auch hoffentlich über den Jahreswechsel hinaus wieder gute Entscheidungen treffen, so wie im Sommer auch. Sind Vereine an Sie herangetreten, an Spieler herangetreten, um eventuell den einen oder anderen im Winter schon abzuwerben? Gibt es da Signale? Ja, also wir befinden uns hier in der höchsten Amateurspielklasse und natürlich gibt es einzelne Spieler, die durch ihre Leistungen, Tore oder auch Torverhinderungen sich auch in den Fokus gespielt haben. Und natürlich gibt es auch Mannschaften in dieser Staffel, aber auch in den anderen 4 Staffeln, wo die Spieler das Interesse geweckt haben. Man darf nicht vergessen, unsere 27 Punkte sind in allen anderen 4 Regionalliga-Staffeln Gold wert. Da sind sie noch in Distanz, in Reichweite dann zu dem jetzigen Tabellenführer und haben sogar noch Chancen, dann vielleicht auch um die Meisterschaft noch mitzuspielen. Hier bei uns kann man den Chemnitzern nur gratulieren für eine überragende Hinrunde.
Ich glaube, es ist eine ganz beachtliche Leistung und ich weiß, wovon ich spreche, weil sie auch unseren seinerzeitigen Spielrekord gebrochen haben von Thomas Predaric und mir und der damaligen Meistermannschaft mit 13 Siegen. Sie sind inzwischen bei 15 Siegen. Neustrelitz war das damals. Genau, und ich glaube, wenn man sowas leistet, dann macht man vieles richtig, dann macht man vieles gut. Und da sollte man den Karl-Marx-Stadtern auch einfach mal einen Glückwunsch auch über Salve TV ausrichten. Die Karl-Marx-Stadter, wie sie nennen sollen, angeblich Interesse an Velimir Jovanovic haben? Also nur damit das auch nicht in den falschen Hals kommt, ich finde den Namen Karl-Marx-Stadt so klasse und Chemnitz ist sicherlich auch ein schöner Name. Beides passt, glaube ich, zu dieser wunderschönen Stadt in Sachsen und Sie wissen da sicherlich wieder mal mehr als ich, ne? Aber Velimir Jovanovic, deswegen habe ich mich ja auch bewusst für diesen Spieler entschieden. Ist auch ein Vertrauensspieler von mir seit vielen, vielen Jahren. Der hat 9 Tore geschossen. So, und auch nicht einfach so. Und auch Andi Schala hat viele Tore geschossen. Auch andere Spieler haben überragende Leistungen gebracht, die sich vielleicht nicht in der aktuellen Tabellensituation und der Punktzahl so widerspiegeln wie in anderen Staffeln. Und wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, die absolute Entwicklung bietet. Das war ja auch das Credo, wofür man sich auch für meine Person interessiert hat, dann über das Bewerbungsverfahren. Da gab es ja auch eine klare Ausschreibung, was möchte der Verein im ersten, zweiten und dritten Jahr dann erreichen. Und das hat die Mannschaft, denke ich, auch komplett erfüllt, inklusive Funktionsteam. Heiner, Sie haben ganz, 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 ganz vorsichtig angedeutet, dass der Kader eventuell verkleinert werden soll. Gibt es noch andere Punkte, wo Sie schon sagen können, da wird auch gespart werden? Droht auch der Geschäftsstelle eventuell eine Einsparung? Ich dachte immer, dass nur Juristen Worte auslegen. Von daher kann ich diese Einsparung nicht bestätigen. Wir schauen uns das Budget insgesamt an. Und es gibt sicherlich Bereiche, wo wir sparen können. Aber verstehen Sie doch bitte, dass ich hier jetzt keine Einzelheiten publik machen kann. Wir freuen uns erstmal, dass wir weitermachen können, dass wir es geschafft haben, noch in letzter Sekunde die Kurve zu kratzen. Und alles Weitere zeigt sich danach. Letzte Sekunde Kurve kratzen ist ja im FC Rot-Weiß nun schon mehrere Male passiert in den letzten Jahren. Andere Vereine, auch in anderen Sportarten, fragen sich, und ich glaube völlig zu Recht manchmal, warum schafft es dieser Fußballverein nicht anständig zu wirtschaften? Und das nun schon seit mehreren Jahrzehnten. Gut, das müssen Sie schon sich vor Augen halten, dass wir hier eine Sondersituation haben. In der Insolvenz ticken leider die Uhren ein bisschen anders. Das heißt, wir haben nicht nur ein Umfeld, das vielleicht ab der Vergangenheit sich zurückhält, sondern ein Umfeld, das sich vielleicht auch ab der Insolvenztatsache zurückhält. Das kann man nicht vergleichen mit den Vorjahren. Und warum das in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, darüber möchte ich jetzt keinen Stab brechen. Das ist Tatsache, sonst gäbe es nicht diese Verbindlichkeiten, die wir hier vorgefunden haben. Und letztendlich gäbe es dann auch nicht die Insolvenz. Verbindlichkeiten, gutes Stichwort. Ihre Kanzlei hat das Gutachten erstellt, wie hoch die Verbindlichkeiten sind. Wie hoch sind sie denn nun wirklich? Also es geistern ja verschiedene Zahlen durch die Welt. Auf der einen Seite mal 5,68 Millionen, dann 6,7 Millionen Euro. Und? Welche Zahl stimmt? Ich kann sagen, dass 6,8 Millionen Euro an Verbindlichkeiten zur Tabelle angemeldet worden sind. Das sind Forderungen von Gläubigern, die wir geprüft haben, zum großen Teil anerkannt haben, aber zum großen Teil auch bestreiten mussten. Wenn Sie sich auf die angemeldete Forderungssumme beziehen, dann ist die Zahl 6,8 Millionen richtig. Bevor wir die Vergangenheit noch ein bisschen vertiefen, natürlich auch nach vorn schauen, geben wir erstmal ab in die Pause. SUV-Tage bei Renault König. Der Captur City SUV für nur 99 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Und 1000 Euro über Schwacke für Ihren Alten. Jetzt überall bei Renault König. Toskana Terme Bad Sulza. Baden in Licht und Musik.
Gutscheine im Onlineshop, auch Print at Home. Sie lieben die morgendliche Ruhe. Sie sind es, der die Menschen täglich informiert. Die Mediengruppe Thüringen braucht Sie. Werden Sie Medienlogistiker in Voll- oder Teilzeit bei einem der größten Logistikdienstleister Thüringens. Zukunftssicher, flexibel, regional verbunden. Informationen und Bewerbung unter teilderflotte.de. Salve. Freies Fernsehen. Liebe Zuschauer, willkommen zurück beim Sporttalk im Steigerwaldstadion. Thema heute ist der FC Rot-Weiß mit Oliver Bornemann und Volker Reinhardt. Wir waren vorhin beim Blick zurück. Herr Reinhardt, beschreiben Sie doch mal, wie haben Sie den Verein im Frühjahr vorgefunden? Ja, mit einem Wort, in einem desolaten Zustand. Wir haben eine Situation vorgefunden, in der von der sportlichen Seite her die Mannschaft sehr demotiviert war. Man stand am unteren Ende der Tabelle. Man wusste, dass mit dem Insolvenzantrag ein 9-Punkte-Abzug einherging. Das heißt, man hatte überhaupt keine Chance, die dritte Liga zu erhalten. Und das hat die Spieler natürlich sehr motiviert. Das hat man gemerkt. Die Spiele gingen sang- und langlos verloren. Mit dem sportlichen Misserfolg gingen die Zuschauerzahlen rapide nach unten. Auf der personellen Seite haben wir einen Verein vorgefunden, der extrem ausgedünnt war. Das leitende Personal war gekündigt worden. Es waren nur noch ganz wenige Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle vorhanden, die die rudimentärsten Aufgaben nur erfüllen konnten. Das Marketing lag brach, wir hatten Schwierigkeiten, das Ticketing aufzubauen. In dieser Situation sind wir eingestiegen und mussten uns erstmal einen Überblick verschaffen. Das ist dadurch erschwert worden, dass vor kurzem, kurz vor der Antragstellung, der Verein umgezogen war. Und wir konnten wesentliche Unterlagen nicht auffinden. All das hat es uns erschwert, überhaupt einzusteigen in das Thema. Das ist uns dann geglückt. Wir haben alle Strukturen zwischenzeitlich wieder aufgebaut. Wir haben die Geschäftsstelle personell neu aufgebaut. Wir haben eine neue Spielleitung. Wir haben die Pressesprecherin neu aufgebaut. Die Geschäftsstelle bildet jetzt eine funktionierende Einheit, um all die Aufgaben, die dort angesiedelt sind, umzusetzen. Die Mannschaft ist komplett neu zusammengestellt worden, denn vom alten Kader blieben nur 3 Spieler übrig, die ja jetzt auch mit eine gute Rolle spielen, allen voran Herr Kaffenberger als Mannschaftskapitän. Es sind 19 Spieler hinzugekommen und wir haben in der Situation das Glück gehabt, sage ich immer, dass wir Herrn Bornemann und Herrn Bredaric überzeugen konnten, ihre Arbeit hier aufzunehmen. Ohne diese beiden wäre das gar nicht gelungen, denn zu diesem späten Zeitpunkt sind die Spieler eigentlich für die kommende Saison schon längst unter Vertrag. Wir haben daneben das Marketing neu aufbauen müssen. Ich erinnere daran, dass das Insolvenzverfahren am 13. März diesen Jahres eröffnet worden ist. Zu dieser Zeit gab es keinerlei Aktivitäten im Marketing. Zu dieser Zeit hätten aber alle Sponsorenverträge für die künftige Saison schon abgeschlossen sein müssen. Also haben wir dort auch mit externer Unterstützung Energie reingesteckt, damit wir in der Lage sind, einen Großteil wenigstens der Sponsorenleistungen für die kommende Saison einzuwerben. Das Ticketing musste komplett neu aufgestellt werden. Ich habe sicherlich eine Reihe von Maßnahmen vergessen jetzt an der Stelle. Das war ein enormer Kraftakt, um den Verein überhaupt wieder handlungsfähig zu machen. Hätte ich so eine Situation in einem Produktionsunternehmen vorgefunden,
hätte ich das Verfahren bestimmt nicht eröffnet. Das muss man hier ganz klar feststellen. Aber es ist hier ein Fußballverein. Ich sprach vorhin die Emotionen an. Ich kann die Politik auch ansprechen, die natürlich ein Interesse daran hat, diesen Traditionsverein zu erhalten. Also haben wir uns an die Arbeit gemacht und versuchen nach wie vor alles, um den Fußballverein Rot-Weiß Erfurt am Leben zu erhalten. Den Zustand, den Sie beschrieben haben vom Verein, ist das auch eine Kritik an den vorhergehenden Präsidien? Ich möchte hier keine Kritik über irgendwelche Personen äußern. Das ist ganz sachlich und objektiv die Situation, die wir vorgefunden haben. Und das war nicht nur ein Start von 0 auf 100, sondern es war ein Start von vielleicht minus 50 auf 100, den wir hier hinlegen mussten. Ich glaube, da macht man sich in der Öffentlichkeit keinen Kopf, was wir hier alles unternommen haben, um den Verein fortzuführen. Sie haben es angesprochen, gekündigte Mitarbeiter, die Arbeitsgerichtsprozesse von Herrn Krause und Herrn Traub belasten den Verein ja von damals immer noch. Zudem ein Prozess gegen Ex-Trainer Stefan Emmerling. Wie ist da der Stand der Dinge? Es gibt bei Herrn Traub ein erstinstanzliches Urteil, das festgestellt hat, dass die Kündigung, die vor der Insolvenz ausgesprochen worden ist, unwirksam ist. Da sind wir jetzt in die Berufung gegangen. Wir haben versucht, da eine Einigung herbeizuführen, was uns leider nicht gelungen ist, außergerichtlich. Bei Herrn Krause ist es so, dass Herr Krause bereits eine Anstellung gefunden hat. Er hat unter anderem dieses Leichtathletik-Event in Berlin organisiert. Und wie man hört, hat er jetzt auch eine Festanstellung in Österreich bei einem Fußballverein. Der Prozess gegen Herrn Krause ist mit der Eröffnung des Verfahrens unterbrochen worden und ruht nach wie vor. Aber ich gehe davon aus, dass der nicht aufgenommen wird. Stefan Emmerling? Stefan Emmerling ist ein Thema nach wie vor. Da habe ich die Kündigung ausgesprochen in der Insolvenz. Ich hatte meine Gründe dafür. Das Gericht hat erstinstanzlich das anders gesehen. Aber wir sind überzeugt davon, dass dieses Urteil so nicht stehen bleiben kann und gehen deswegen in Berufung. Der aktuelle Präsident ist immer noch Frank Nowak. Bemühen Sie sich da selbst um Nachfolger für ihn oder ist das Sache ganz allein des Aufsichtsrates oder ist eine Präsidentensuche ohnehin derzeit gar kein Thema? Grundsätzlich ist das Sache des Aufsichtsrats, den Präsidenten zu suchen, denn der Aufsichtsrat bestellt auch satzungsgemäß das Präsidium. Hier ist es allerdings so, dass der Aufsichtsrat, der sich erst kürzlich konstituiert hat und klar zum Ausdruck gebracht hat, dass in der Insolvenz ein Präsidium keinen Sinn macht, weil die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis beim Insolvenzverwalter, also bei mir, liegt. Ich würde es aber schon begrüßen, wenn es gelänge, jemand Neutrales, der vielleicht mit dem Verein noch keine Berührung hatte, eine gestandene Persönlichkeit aus Erfurt oder Thüringen für diesen Posten zu gewinnen. Wie ist im Moment die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat? Wie muss man sich das vorstellen? Er hält sich ja auch sehr im Hintergrund. Wir stimmen uns regelmäßig ab. Herr Dr. Böhm ist ja dort der Aufsichtsratsvorsitzende jetzt kürzlich geworden. Auch er hat einen schwierigen Job, weil er sich in diese Aufgabe erst hineinfinden muss. Wir sind aber im Dialog. Herr Bornemann, Sie waren natürlich auch anwesend bei der Mitgliederversammlung, wo der Aufsichtsrat gewählt wurde im September. Die war sehr emotional und auch trat dort zum Vorschein die verschiedenen Lager, die diesen Verein spalten, schon seit geraumer Zeit. Haben Sie in Ihrer Laufbahn als Fußballfunktionär sowas schon mal in der Art erlebt? Oder wie nehmen Sie das wahr als jemand, der jetzt nicht direkt aus Erfurt kommt? Gut, in Vereinen gibt es meistens unterschiedliche Lager. Ne? Hier ist es sicherlich vielleicht auch eine Besonderheit, weil man das Gefühl zumindest als Außenstehender hat, dass man gar nicht so weit auseinander ist, wie man vielleicht anhand der Mitgliederversammlung so wahrgenommen hat. Aber das ist auch nur ein subjektiver Eindruck. Und
letztendlich verhalten wir uns als Angestellte neutral, das ist auch unsere Aufgabe und wir versuchen da mit dem Aufsichtsrat sehr, sehr kooperativ zusammenzuarbeiten und führen da auch regelmäßige Gespräche, auch mit dem, sowohl mit dem alten Aufsichtsrat als auch mit dem neuen Aufsichtsrat und tauschen uns da sehr gerne aus. Das Gleiche gilt auch selbstverständlich für den Ehrenrat, mit dem Ehrenpräsidenten und das ist auch unsere Aufgabe hier im Verein, da mit den Menschen, die wichtige Rollen einnehmen, auch regelmäßigen Kontakt zu haben. Herr Reiner, Sie haben ja gesagt, Sie haben das alleinige Sachen, solange das Insolvenzverfahren läuft. Wie lange läuft das Insolvenzverfahren aus Ihrer Sicht ungefähr noch? Meine Absicht besteht darin, das Verfahren so kurz wie möglich zu gestalten. 30.06.2019, wenn alles glatt läuft. Wie viele Mitarbeiter in Ihrer Kanzlei sind damit beschäftigt mit diesem Insolvenzverfahren? Herr Bornemann hat es vorhin schon erwähnt, es sind regelmäßig mindestens 5 Mitarbeiter. Bei Spezialthemen ziehen wir noch andere Kollegen hinzu. Im Bereich Arbeitsrecht, unserem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wenn es um die Gestaltung von Spielerverträgen geht, haben wir einen sehr erfahrenen und auch fußballaffinen Kollegen. Das ist der Herr Kuhner, ich darf den Namen mal nennen, der uns da unterstützt. Also wenn Sie so wollen, ist es beinahe die Hälfte der Kanzlei, die hier beschäftigt ist. Eine Fußballmannschaft kümmert sich um den FC Rot-Weiß sozusagen. Fast. Ist denn das korrekt? Also 132 Gläubiger haben Forderungen angemeldet und die ausgehandelte Quote beträgt 2%, ja? Das war eine Prognose, die ich mit meinem Gutachten abgegeben habe und bezog sich auf den damaligen Zeitpunkt. Diese Prognose wird sich ändern, das habe ich auch in meinem Gutachten zum Ausdruck gebracht, aber fest steht bereits jetzt, dass die Quote nicht sehr hoch sein kann. Die Prognose wird sich ändern, also mehr Gläubiger noch oder eine andere Quote? Beides ist denkbar. Es können noch Gläubiger nachträglich ihre Forderungen anmelden. Und es kann sich natürlich auch je nach Verlauf, nach wirtschaftlichem Verlauf, die Quote noch ändern. Aber es wird nicht sehr signifikant sein. Sie haben gestern, auch heute immer wieder gesagt, dass die Ausgliederung ein Muss ist, was den FC Rot-Weiß betrifft. Können Sie die Ausgliederung noch mal kurz erläutern? Bis wann diese erfolgen muss, wer ausgegliedert werden soll und warum eine Ausgliederung sinnvoll ist? Ich fange mal beim letzten Punkt an. Warum ist die Ausgliederung sinnvoll? Sie ist deswegen sinnvoll, weil sie ein wirtschaftliches Fundament für den Verein bilden wird. Sie können über die Ausgliederung Investoren Gelder einwerben und diese Möglichkeit haben sie vorher eben nicht. Grundsätzlich bedeutet Ausgliederung, dass die Profimannschaft in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert wird. Das ist ein umwandlungsrechtlicher Vorgang zunächst, heißt aber, dass es einen Verein gibt, der dann für das Nachwuchsleistungszentrum und den Nachwuchs und die Nachwuchsarbeit zuständig ist. Und sie haben daneben eine Kapitalgesellschaft als wirtschaftlichen Bereich, in dem die Profimannschaft sich vor allen Dingen bewegt. Und das führt eben zu dem wichtigen Zusammenspiel, dass sie den wirtschaftlichen Bereich neu aufstellen können, über diese Ausgliederung Investorengelder einwerben können und so den Verein einfach besser aufstellen können. Und bis wann soll die Ausgliederung abgeschlossen sein? Bis zum 30.06.2019. Okay. Gibt es schon Favoriten, was die Rechtsform betrifft? Es gibt ja da unterschiedliche Modelle. Oder Vereine, an denen man sich orientiert. Es gibt ja auch bei Profivereinen mittlerweile die unterschiedlichsten Modelle einer Ausgliederung. Ja, es sind grundsätzlich zwei Modelle, die derzeit im Gespräch sind. Das eine Modell ist das der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Und das zweite Modell, das ist die GmbH als Rechtsform. Was ist bei der einen günstiger als bei der anderen? Es gibt sowohl Vor- als Nachteile auf beiden Seiten. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist aufwendiger, das muss man sagen, auch aufwendiger im Handling, gibt dafür mehr Möglichkeiten, bestimmte Investoren, aber auch die Fans und die Mitglieder zu beteiligen, wenn es gewünscht ist. Diese Beteiligung vor allen Dingen auf der Minderheitenebene ist bei einer GmbH etwas schwieriger, aber auch da darstellbar. Auf der anderen Seite bringt die GmbH den Vorteil mit sich, dass sie einfacher zu handeln ist.
Aber im Insolvenzverfahren benötigten Sie für die Ausgliederung kein Mitgliedervotum pro Ausgliederung. Das könnten Sie selbst entscheiden. Das ist eine besondere Folge der Insolvenz. Da ich verwaltungs- und verfügungsbefugt bin, kann ich eben Vermögensteile aus dem Verein ausgliedern in eine eigenständige Kapitalgesellschaft. Ich brauche also keine Zustimmung der Mitgliederversammlung. Ich habe aber immer wieder betont, dass ich die Mitglieder mitnehmen will auf der Reise. Das heißt, ich werde selbstverständlich informieren und dann größtmögliche Transparenz an den Tag legen. Sie haben in den letzten Wochen schon gesagt, es gibt Interessenten, es gibt Investoren, die gern sich bei der Ausgliederung um Anteile bemühen würden, die Anteile erwerben möchten. Wie ist da der Stand der Dinge? Können Sie da Namen nennen, wer da Interesse hat? Verstehe da Ihr Interesse an Namen, aber auch da gibt es zunächst mal in diesem frühen Stadium Interesse daran, Stillschweigen zu bewahren. Erst wenn die Tinte trocken ist unter den Verträgen, werden wir die Namen nennen. Ich will einfach diesen Investorenprozess nicht gefährden. Und im Übrigen haben auch Investoren Interesse daran, erst mal stillschweigend die Verhandlungen zu Ende zu bringen und werden sich dann positionieren. Sie verraten ja so viel, da könnten Sie die Namen auch noch verraten. Ich frage trotzdem mal nach, sind die Investoren, die interessiert sind, alle aus Deutschland? Man hört, es gäbe chinesische Anfragen. Das Gerücht habe ich auch gehört, aber ich habe noch mit keinem chinesischen Partner gesprochen. Ich kann aber sagen, dass wir mit Investoren auf nationaler Ebene am Verhandeln sind. Das betrifft aber nicht nur regionale, sondern auch vor allem auch überregionale Investoren. Wie ist der Stand der Verhandlungen? Wenn Sie es mal in einem Fußballspiel beziffern könnten, was 90 Minuten dauert? Dann sind wir sicherlich in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit. Also noch in der Abtastphase, wenn man das so sagen kann. In der Phase, wo man aufeinander zukommt, sich interessiert, Zahlen austauscht und versucht, die Dinge auf den Weg zu bringen. Ja. Vor allem die Fans blicken ja durchaus kritisch auf so eine Ausgliederung, weil es Vereine gibt, wo es auch immer wieder Probleme gibt mit Investoren. 1860 München ist, glaube ich, so ein Beispiel, wo es sehr, sehr viel Unruhe auch gab. Wie wollen Sie verhindern, dass Investoren sportlichen Einfluss nehmen? Direkt. Ich glaube, das lässt sich nicht verhindern, dass Investoren Einfluss nehmen in einer Kapitalgesellschaft. Nur Sie müssen auch da unterscheiden. Das Beispiel 1860 München befeuert doch die Ängste der Fans. Dort gibt es einen Investor, der das absolute Sagen hat. Genau diese Situation wollen wir hier vermeiden. Wir wollen auch hier eine Situation schaffen, wo mehrere Investoren sich auch verantwortlich fühlen dann für diesen Verein und diese ausgegliederte Mannschaft und nicht einer allein seinen Willen durchsetzen kann. Herr Bonnemann, wie ist Ihre Meinung zu der Ausgliederung? Na, man sieht es ja heutzutage an der Vielzahl der Vereine, die ausgegliedert haben. Da gibt es ja eine Chronologie. Die haben das ja auch nicht ohne Grund gemacht. Ich glaube, Herr Reinhardt hat das auch sehr richtig gesagt, dass man hier die Mitglieder mitnehmen muss, dass man Transparenz und Vertrauen damit auch schaffen muss, weil sie sind die Grundlage und das Herzstück dieses Vereins. Und wenn einem das gelingt, neben der guten Arbeit von Herrn Reinhardt in diesem Prozess dann auch die richtige Entscheidung für die Kapitalgesellschaft und auch die vermeintlichen Investoren zu finden, ich glaube, dann hat man eine Zukunft für den FC Rot-Weiß Erfurt auch dauerhaft geschaffen. Herr Reinhardt, Herr Bonnemann lobt Sie immer wieder. Jetzt haben Sie auch mal Gelegenheit, Herr Bonnemann zu loben. Weshalb haben Sie eigentlich für Herrn Bonnemann entschieden? Es gab ja wohl mehrere Kandidaten für den Sportdirektorposten. Es gab letztendlich zwei Kandidaten, zwischen denen wir uns entscheiden mussten. Bei Herrn Bonnemann hat uns überzeugt, einerseits die sportliche Expertise, die er in Neustrelitz bereits nachgewiesen hat, und zum anderen die unternehmerische Komponente. Herr Bornemann
ist noch neben seinem Beruf als Sportdirektor Unternehmer und bringt von daher auch eine Zahlenaffinität mit. Und wir haben vorhin gesprochen über die Bildung der Mannschaft. Natürlich war es da so, dass ein Budget vorgegeben war und Herr Bornemann das genau austariert hat, damit er in diesem Budget bleibt. Also beides, sowohl die sportliche Seite als auch die unternehmerische Seite, haben den Ausschlag gegeben, uns für Herrn Bornemann zu entscheiden. Aber wie lange dauert Ihr Vertrag? Ist das auch so ein bisschen gebunden daran, miteinander mit Thomas Brodaric, der ja als Trainer Sie oft begleitet hat und auch eine gute Arbeit hier in Erfurt leistet? Also ich glaube, mein Vertrag hat nichts mit dem von Thomas Brodaric zu tun und umgekehrt auch nicht. Sicherlich sind wir sehr eingespielt und das sieht man ja auch an der Aktualität, dass diese Eingespieltheit dann auch für den Verein sicherlich ein starker Vorteil war und ist. Ich werde über meine Verträge sicherlich nicht öffentlich sprechen. Das ist eine Sache zwischen dem Verein und mir persönlich. Und ich freue mich einfach, hier zu sein und ich fühle mich äußerst wohl in Erfurt und ich hoffe, dass diese gemeinsame Reise, wie ich sie auch immer genannt habe, auch weitergeht. Es gibt aber einen Vertrag bei Ihnen mit dem FC Rot-Weiß. Also ich habe ihn jetzt nicht dabei. Ach so. Ich werde ihn noch nicht öffentlich machen, aber es gibt einen Vertrag. Okay. Klar. Selbst wenn es zu Einsparungen kommen sollte im sportlichen Bereich, stehen Sie und damit vielleicht auch Thomas Brodaric weiterhin zur Verfügung oder fehlt dann eine Perspektive, um ja, Profifußball, erfolgreichen Profifußball spielen zu können? Ich glaube, wir haben beide einen Vertrag, der auch keine kurzfristige Laufzeit hat, sondern eine branchenübliche mittelfristige Laufzeit. So, und natürlich ist 3 Jahre. Entschuldigung. Auch das werde ich nicht kommentieren, sondern es geht hier um eine Aufgabe. Und ich finde das gar nicht manchmal immer so witzig oder spaßig, wie ich das auch neulich beim MDR gesagt habe, weil es geht hier wirklich um den Verein. Es geht darum, dass der FC Rot-Weiß Erfurt eine sportliche als auch wirtschaftliche Perspektive hat. Wir haben gemeinsam einen Kader gebaut, wo wir ein Durchschnittsalter haben von 23,7 Jahren. Auch das ist einmalig. Und wenn Sie das mal in Verhältnis setzen in unsere Staffel, in die anderen Staffeln, dann gibt es neben der U23 von Hertha BSC keine andere so junge Mannschaft, die so erfolgreich sich etabliert. Und da ist ein klarer Plan hinter, ein klares Ziel hinter. Schritt für Schritt im ersten Jahr Konsolidierung, einstelliger Tabellenplatz, wo wir, glaube ich, aktuell im Soll sind. Dann partielle Verstärkung und dann auch irgendwann mittel- und langfristig die Rückkehr in den Profifußball, unabhängig jetzt dieser aktuellen wirtschaftlichen Lage gesprochen. So, und auch da sind wir, glaube ich, sehr, sehr konstruktiv herangegangen, weil diese Mannschaft einfach über die nächsten 2, 3, 4 Jahre ein riesiges Entwicklungspotenzial hat. Wir sind nicht überaltert. Klar haben wir auch erfahrene Spieler, die Wirbelsäule dieser Mannschaft und das Gerüst darstellen. Aber das Rohbrum, die große, breite Masse, die ist halt sehr, sehr jung. Und auch da machen wir eine sehr, sehr enge Anbindung an das Nachwuchsleistungszentrum zur U19, zur U17. Wir haben ein Future-Team, wo wir regelmäßig spielen, wo wir uns auch regelmäßig austauschen. Der U19-Trainer ist der zweite Assistenztrainer bei den Profis. Also auch dieses Bindeglied ist ganz intensiv geschlossen worden. Und der Nachwuchs ist nach heutigen Erkenntnissen auch bis Saisonende durchfinanziert. Also wir haben auch gerade im Nachwuchs sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, auch unter der neuen Leitung mit Herrn Fuchs und Herrn Ruhe. Was, glaube ich, auch in Rückblick auf die Vergangenheit das erste Mal so ist, dass dieser Bereich sich derzeit selber trägt. Wir könnten noch viel, viel mehr über den FC Rot-Weiß reden, sind aber am Ende der Zeit angelangt. Wir können Sie natürlich aber nicht entlassen, ohne einen Tipp für morgen Abend abzugeben. Gibt es ein ähnlich positives Ergebnis aus Ihrer Sicht wie gestern auf der anderen Ebene? Herr Reinhardt, wie geht das Spiel aus? Ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sage, es wird ein 2:0 für die Heimmannschaft werden. Drücke der Mannschaft alle Daumen und bin überzeugt, dass die Jungs sich wirklich äußerst engagieren werden. Herr Bornemann? Ich halte es wie jede Woche bei RWE TV. Ich gebe keine Tipps,
Was ich aber abgebe, ist, dass wir mit der Unterstützung unserer tollen Fans alles dafür tun, dass wir die 3 Punkte in Erfurt behalten wollen. Dann hoffen wir das Beste. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf die Plätze, fertig. Im Steigerwaldstadion.